Ja, ich möchte noch kurz vorstellen, mein Name ist Ronny Schanzke. Ich bin promovierter Informatiker und bin aber seit 2007 jetzt an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dort am Institut der Weiterbildung und Beratung und an dem Institut dann wieder an der Beratungsstelle für digitale Medien in Schule und Unterricht, das heißt die Medias. Das ist jetzt unsere Organisationslasagne. Ja, ich berate Schulen, Gemeinden, Lehrpersonen, manchmal sogar Eltern, Schülerinnen und Schüler, eben seit dieser Zeit. Vorher habe ich Firmen, Behörden und Bankenversicherungen beraten. Es ist beides ein schwieriges Umfeld. Man hat in beiden Fällen Probleme zu lösen. In der Schule sind die Probleme noch ganz anders gelöst. Wir haben gemerkt, es gibt so drei große Diskussionspunkte immer in den Schulen, wenn das um ICT geht. Das eine ist der mobile Lernraum. In den Firmen gibt es zwar auch so Homeoffice und so weiter, aber in der Schule ist es viel ausgeprägter, Hausaufgaben etc. Man arbeitet und lernt in der Schule und auch zu Hause. Und wir haben es jetzt schon häufig gehört, eine Variante dort jetzt den mobilen Lernraum hinzubekommen, sind entweder mobile Geräte oder die Cloud. Und die Cloud ist für ganz, ganz viele Dinge eine ganz tolle Sache, funktioniert auch für ganz viele Dinge gut, für ganz viele Sachen aber auch nicht. Es gibt da einen besonderen Knackpunkt der Verfügbarkeit. Ich selber bin auch noch verantwortlich dafür, Schulen als Internetverkantungsunterhalt. Die Swisscom bietet als Standardanschluss den Schulen einen 6000 auf 600 Anschluss. Ich weiß nicht, was Sie privat als Internetanschluss haben. Ich bin an den billigsten Anschluss von der Gemeinschaftsantenne Weißenstein, das ist ein kleiner lokaler Anbieter bei uns, das sind 30 Mbit. Dass ich als Einzelperson habe das Fünffache an Bandbreite wie eine ganze Schule, wo dann 120 Schülerinnen und Schüler hinterhängen. Und wir haben jetzt im Bildungsumfeld die Software, die ist stark multimedialastig. Da haben wir Töne, wir haben Bilder, wir haben Videos. Das ist alles multimedial und dann dort über den Internetanschluss diese Software zu verwenden, ist sehr, sehr schwierig. Es ist jetzt schon so, dass wenn man mit einer Klasse gemeinsam einen YouTube-Film gucken will, bricht das Netz hier zusammen. Und der nächste große Punkt, warum es sonst auch immer noch Probleme gibt mit Cloud-Lösungen, ist der Datenschutz. Und zwar nicht erst seit der Kurznoten. Das war auch schon vorher ein Problem an vielen Stellen. Weil Schülerinnen und Schüler, die machen ja nicht nur irgendwelche Rechtschreibungsübungen dort, sondern das sind dann auch, besonders in den höheren Schulen, sind dann auch Lebensläufe, das sind Bewerbungsschreiben, das sind Fotos, das sind Liebesbriefe, das ist ein komplettes Persönlichkeitsprofil, was dort entsteht, auf der schulischen IT-Infrastruktur. Die Schule ist jetzt einer der wenigen Orte, wo sich kaum jemand auskennt mit Datenschutz, weder juristisch noch technisch. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Das zweite Problem, ich habe immer über Probleme erstmal, die wir in den Beratungsgesprächen gehört haben, war die Wartung der Geräte. Wir haben jetzt ein paar schöne Lösungen präsentiert bekommen, wie man Geräte warten kann, aber es ist immer noch kompliziert. Wir haben, das erste Thema ist, wir haben ganz viele verschiedene Geräteklassen, die gewartet werden müssen, von den Desktops, zu den Notebooks, zu den Tablets. Und um das zu warten, braucht man heute immer noch Software-Images. Was das bedeutet, zu Beginn des Schuljahres, vor Beginn des Schuljahres, können die Lehrpersonen sagen, was brauchen wir denn alles für Software? Welche Programme müssen vorinstalliert sein, was muss zur Verfügung stehen? Und da geht man dann zu einer IT-Firma, die dann ein 8-Bild der Festplatte zieht, das ist eine große Datei. Und dann können die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen mit den Programmgeräten arbeiten, manchmal dürfen sie sogar mit Administrationsrechten auf den Geräten arbeiten. Und wenn irgendwas kaputt gespielt worden ist, dann kann man mit diesem Software-Image das Gerät wieder in einen funktionsfähigen Zustand überführen. Das Dumme ist, dass diese Software-Images in den allermeisten Fällen nur auf genau einem Gerätetyp richtig funktionieren. Sobald da irgendwie eine andere Grafikkarte drin ist oder ein Logo von einem anderen Hersteller, funktionieren diese Geräte nicht mehr aufgrund der Hardware-Treiber. Es gibt dann auch wieder Lösungen, wo das funktioniert, die sind dann auch wieder deutlich komplexer. Und diese Software-Images führen dann natürlich in jedem Fall mit. Das heißt, wir müssen plötzlich eine homogene Hardware beschaffen. Wir möchten das möglichst
nicht allzu häufig machen, also in großen Abständen werden auf einen Schlag ganz viele hochwertige, neue, gute Geräte gekauft. Und dann sind schon die kleineren Schulen häufig über den 250.000 Franken. Das bedeutet, sie müssen in ein Subventionsverfahren starten. Und ein Subventionsverfahren, hat das schon jemand mal mitgemacht? Das macht keinen Spaß. Das braucht dann nochmal 9 Monate. Das braucht Zeit und Geld nochmal. Und ja, das ist so das, was wir immer wieder in Beratungsgesprächen gehört haben, dass, was die Endgeräte angeht, wo noch der Schuh drückt. Und der letzte Punkt, Benutzerverwaltung. Auch hier haben wir wieder ganz viele Sachen gehört. Es gibt so zwei große Varianten, die in der Schule immer eingesetzt werden. Das eine ist so ein bisschen dieses anonyme, unpersönliche, das ist das Thema Klassenlogins. Das heißt, die Schulen haben dann pro Klasse nur einen Nutzernamen, Passwortpaar. Man meldet sich dort an, gelangt auf den Desktop und wenn man sich abmeldet, dann wird das wieder zurückgesetzt. Das heißt, jeder, der sich dort mit diesen Credentials anmeldet, hat immer wieder die gleiche Umgebung vor sich. Kann auch so nicht kaputt gespielt werden. Also man kann auch tun und lassen, was man will. Wenn man sich abmeldet, ist es wieder zurückgesetzt. Das Dumme ist, so bekommt man keine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung zustande. Man kann auch nicht langfristig und anständig damit arbeiten. Man kann ja nicht mal ein Lesezeichen im Browser setzen, weil es dann wieder weg ist, wenn man sich abgemeldet hat. Man muss auch mal aufpassen, dass man keine Dateien auf dem Desktop ablegt, sondern auf das richtige Serverlaufwerk, was dann der ganzen Klasse gehört. Also auch, was die Franziska abgespeichert hat. Und die Franziska sieht, was der Paul abgespeichert hat und so weiter. Also, es ist recht schwierig. Also, der Aufwand für die Benutzerverwaltung sinkt natürlich. Klassenlogins, aber es ist für kontinuierliches Arbeiten schlecht und es ist keine persönliche Lernerfahrung. Es gibt dann Schulen, wir haben es jetzt gehört, wo mit viel Liebe zum Detail wirklich ein persönliches Login auch an alle ausgeteilt wird. Man hat seine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung wieder. Der Aufwand steigt natürlich wieder. Und wir haben wieder das Problem vom Persönlichkeitsprofil. Es ist wieder die Frage, muss alles in der auf der Schulinfrastruktur so gespeichert sein, dass dieses Persönlichkeitsprofil. Das waren jetzt drei Sachen, die wir immer wieder gehört haben, also wie ein kleines Lamento auf Chefa. Wo drückte der Schuh die ganze Zeit? Jetzt will ich zu schöneren Sachen kommen. Es gibt in der IT eine sogenannte goldene Regel. Man kann Sachen bekommen, die sind gut, man kann Sachen bekommen, die sind schnell und man kann Sachen bekommen, die sind günstig. Man darf sich aber immer nur zwei davon auswählen. Also die guten und schnellen Sachen sind nicht günstig. Die guten und günstigen Sachen sind dann nicht schnell und die schnellen und günstigen Sachen sind dann nicht gut. Das hat über viele, viele Jahre gegolten. Es hat sich jetzt aber was getan. Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht erinnern können, so ein bisschen zurückdenken, ein paar Jahre. Ich habe vor 7 Jahren noch bei einer anderen Firma gearbeitet. Dann habe ich zum Geburtstag einen USB-Stick geschenkt bekommen. Der hat damals 120 Franken gekostet. Ich hatte sage und schreibe 128 Megabyte. Erst 1 Franken pro Megabyte ungefähr. Jetzt habe ich gerade online geguckt, wir bezahlen für 16 Gigabyte 7 Franken, glaube ich, oder so. Also weniger als 1 Franken pro Gigabyte. Das ist der Faktor 1000 innerhalb von wenigen Jahren. Wenn man sich das mal vorstellt, bei Lebensmitteln, Immobilien, sein eigenes Gehalt. Das wäre toll. Und das Zweite, wo das eben nicht mehr gilt, diese Regel ist die Software-Seite. Also es gibt mittlerweile gute, schnelle und günstige Systeme, die live gestartet werden können. Die muss man nicht mehr installieren. Die kann man dann von einem externen Speichermedium starten, sei es jetzt eine DVD oder ein USB-Stick oder eine externe USB-Wechselfestplatte, eine SD-Karte, Compact, Flashcard, alles kann man irgendwie von außen an den Rechner anstecken dran. Da kann man solche Betriebssysteme installieren und die Systeme von diesem Medium aus starten. Wenn wir jetzt die zwei Sachen zusammennehmen, diese Live-Betriebssysteme und diese guten, günstigen und schnellen USB-Sticks, dann sind wir eigentlich beim Netz gekommen.
Und das ist das, was wir, das ist eigentlich der Lernstick. Ein normales Speichermedium mit einem Live-Betriebssystem drauf. Wie sieht das aus? Man nimmt einen handelsüblichen USB-Stick, da wird auf der rechten Seite das Betriebssystem installiert. Für den Freund. Dann gibt es eine Datenpartition, damit man dann eben wirklich seine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung hat. Wenn man dort ein Lesezeichen im Browser setzt, dann wird es dort dann abgespeichert. Wenn man Schularbeitsblätter abspeichert auf dem Desktop oder persönlichen Ordner, passiert alles dort. Wenn man Software nachinstalliert, passiert alles dort. Wenn man Software löscht, passiert das auch dort. Das verschwindet dann zwar hier nicht aus der Ecke, aber es wird hier dann so, wenn es dann Whiteout, wird dann einfach markiert, dass ich dort etwas gelöscht habe. Die Ecke hier, die ist hochkomprimiert und unveränderbar. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können überhaupt nichts kaputt machen. Die können zwar hier auf der Seite tun und lassen, was sie wollen, aber ich kann es innerhalb kürzester, also innerhalb von Sekunden eigentlich wieder zurücksetzen und in funktionierenden Zustand. Also ja, man kann die Seite hier schon kaputt machen, wenn man weiß, wie. Gewisse Informatikkenntnisse vorausgesetzt und gewisse kriminelle Energie vorausgesetzt, schafft man auch das. Aber so im alltäglichen Benutzungsszenario wird man das hier nicht kaputt kriegen. Jetzt ist das Dumme, wir benutzen hier auf der Datenpartition ein Linux-File, Extended 4, für die, die das besitzen. Also das brauchen wir, weil wir Dateiberechtigung brauchen, wir müssen sie zu links setzen können, etc. etc. Das Dumme ist, Extended-Dateisysteme können weder von OS X noch von Windows gelesen werden oder geschrieben werden. Und was passiert, wenn man den USB-Stick in den Mac-Rechner reinsetzt oder in den Windows-Rechner und nur diese beiden Partitionen da sind? Da fragt dann das Betriebssystem, darf ich diesen Stick formatieren? Und da haben schon einige Väter die Lernsticks ihrer Schülerinnen und Schüler wegformatiert. Deswegen gibt es dann auch die Möglichkeit, eine sogenannte Austauschpartition anzulegen. Das heißt, die ist dann unter Windows und unter macOS als ganz normaler USB-Stick zu sehen. Das heißt, man kann den Lernstick irgendwo reinstecken und dort Dateien abspeichern, lesen, was auch immer. Und auch über diesen Weg Sachen importieren ins System oder aus dem System heraus exportieren. Ja, das Ganze haben wir dann 2009 wurde es gestartet mit einem Forschungsprojekt. Das war beim IFE, also Institut für Forschung und Entwicklung an der PH. Da waren so die Gründer, finanziert von der Harfer Stiftung. Und die haben dann versucht zu untersuchen, wie sich die Kompetenz von Schülerinnen und Schülern ändert im Vergleich mit anderen Systemen. Die Ergebnisse, die waren relativ bescheiden. Also, das macht keinen großen Unterschied, ob das jetzt ein Lernstick ist oder ein anderes System. Aber es gab ganz andere interessante Erkenntnisse. Und zwar der Wartungsaufwand für die Geräte, wo die Schulen vorher mit Images gearbeitet haben, der ist massiv gesunken. Es gab Schulen, die haben Notebooks ohne Festplatte gekauft. Für die war das Notebook nur noch eine Steckdose für den Lernstick. Die haben halt so Stick rein, arbeiten, wenn man fertig ist, Stick wieder raus. Ohne Festplatte war das Ding billiger, es war leiser und Batterie hat länger gehalten. Und es musste sich niemand mehr darum kümmern. Das Schöne ist bei dem Lernstick, das ist ein System, das basiert auf Debian mit automatischer Hardwareerkennung. Das heißt, es ist fast egal, was für ein Notebook das ist. Also 100% Abdeckung werden wir nie hinbekommen, aber über 90% der Geräte funktionieren einwandfrei damit. Man kann also alte Geräte dort kaufen, man kann neue Geräte dazustellen. Es können persönliche Geräte von daheim mitgemacht werden. Bring your own device-Szenarien können wir damit bedienen. Und durch diese automatische Hardwareerkennung entfällt dann auch der Zwang zu diesen 5-Jahres-Rhythmen in der Beschaffung und mit den Subventionsverfahren und so weiter. Das heißt, man kann jedes Jahr ein paar neue Rechner zum Beispiel kaufen, auf denen man dann das 3D-Video-Projekt mit Blender selbstverständlich. Und mit den Rechnern, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die nimmt man dann für die Textverarbeitung. Bei der Benutzerverwaltung ist es so, die beschränkt sich darauf, den Schülerinnen und Schülern das Ding in die Hand zu drücken. Und damit machen wir es eigentlich das erste Mal so, dass wir eine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung anbieten in der Schule und der Datenschutz trotzdem gewährleistet ist.
Weil sobald die Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt, sind auch keine Daten mehr in der Schule. Weil die persönlichen Daten sind auf dem Stick, den die Schülerin oder der Schüler bei sich hat. Selbstverständlich kann so ein Stick mal verloren gehen. Selbstverständlich kann so ein Stick mal kaputt gehen. Selbstverständlich kann ein Stick auch mal geklaut werden. Deswegen haben wir noch eine Datensicherungslösung integriert, die ist verschlusshält, die ist netzwerktransparent und die ist inkrementell. Das bedeutet, man kann die Datensicherung auch wieder auf der schulischen Infrastruktur machen. Aber die Administratoren in der Schule werden nie die persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung haben. Es sei denn, sie haben das Verschlüsselungspasswort der Schülerinnen und Schüler. Man kann das eben übers Internet machen, die Datensicherungslösung, weil sie Netzwerktransparenz ist. Auch von zu Hause zum Beispiel. Beim mobilen Lernort ist es jetzt so, das Schöne ist, dass nicht nur eben so ein USB-Stick als Speichermedium verwendet wird für irgendwelche Files, sondern dass tatsächlich das gesamte Betriebssystem mobil ist, plus Applikationen, dass das ein mobiler Lernort per Definition ist. Wir können sogar die ganze Lernsoftware, die die Schulen beschafft haben in den letzten Jahren, weiterverwenden. Die meisten Schulen haben irgendwo ein paar Laufmeter im Regal mit Pappschachteln, die bunt bedruckt sind, mit CDs und DVDs drin in Software. Bei den heutigen Lösungen ist es häufig so, dass man jetzt sagen muss, ja, schafft euch was Neues, jetzt mit iOS und Android, dann könnt ihr das alles vergessen. Und bei dem Lernsektor kann man über Wine, das ist eine Windows-Emulationsschicht, kann man das entweder weiterverwenden oder mit VirtualBox kann man tatsächlich sogar noch Windows auf dem Lernsektor installieren und Windows-Software praktisch in den mobilen Lernen auch sich mitfahren. Steht immer alles zur Verfügung. Das Ganze, wie gesagt, seit 2009 ist es gelaufen und irgendwann 2010 und 2011 war das, kam die Kantonsschule so sehr auf uns zu. Die haben gesagt, wir machen jetzt Prüfungen mit unseren Maturanten in Deutsch und haben festgestellt, wir können das Schriftbild nicht mehr lesen. Die schreiben so wenig, die schreiben das meiste irgendwie auf dem Computer. Die Handschrift ist so schlecht geworden, dass wir die schlecht benoten müssen, weil egal ob das jetzt die Rechtschreibung bestimmt hat, die Grammatik bestimmt hat, ob die Inhalt bestimmt hat, wir können es nicht lesen, wir müssen es schlecht bewerten. Das ist also die Idee gewesen, lasst uns doch die Prüfung auch am Computer schreiben. Jetzt ist es so, die Schule, die hatte zwei Computerräume mit jeweils 15 Computern drin, hat aber 200 Schülerinnen und Schüler zu prüfen. Weil die könnte jetzt, hätte jetzt chargenweise die in die Informatikräume reingelassen, vorbereitet die Informatikräume für die Prüfung. Den Rest der Schülerinnen und Schüler in die Aula eingesperrt, mit Personenschutz irgendwie aufs WC gelassen und dann wahrscheinlich den ganzen Tag dafür reserviert, vielleicht auch noch die ganze Nacht, also es hätte nicht funktioniert. Und da ist die Idee entstanden, dass wir doch das mit den eigenen Geräten machen könnten. Jetzt ist es so, dass diese modernen Notebooks ja nicht nur elektronische Hilfsmittel sind, sondern dank WLAN und Bluetooth und sonstigem auch Kommunikationsmittel sind. Wenn wir jetzt in einer Prüfungssituation ein Kommunikationsmittel den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, wird das höchstwahrscheinlich dazu führen, dass sich einige Prüfungsergebnisse in die eine oder in die andere Richtung verändern, je nachdem, wer mit wem kommuniziert. Deswegen haben sie gedacht, naja, dann müssen wir eigentlich, wir brauchen eine Lösung, wo wir die persönlichen Geräte irgendwie abdichten. Absichern, das kommt alles das, was nicht erlaubt ist, auch nicht funktioniert. Die haben dann eine Marktanalyse gemacht und alle Lösungen haben eigentlich vorausgesetzt, dass man administrativ auf den Notebooks der Schülerinnen und Schüler tätig wird. Das heißt, man muss dort Software installieren, denen die Rechte entziehen und verändert darauf zugreifen. Und das geht eigentlich nicht mehr persönlich. Juristisch schon fast nicht. Die Schülerinnen und Schüler waren auch nicht damit einverstanden, dass die Schule da irgendwie plötzlich Administrator auf ihrem persönlichen Gerät ist. Oder auf dem Gerät der Eltern vielleicht sogar. Und da war es dann so, dass sie in dem Moment von der normalen Leipzig-Umgebung gerade gehört haben. Und haben uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, aus dieser aufwendigen persönlichen Lern- und Arbeitsumgebung genau das Gegenteil zu machen, nämlich was völlig veraltetes. Und das hat uns genau 4 Arbeitstage gebraucht. Wo wir vorher mit ganz viel Aufwand versucht haben, alle WLAN-Karten dieser Welt zu unterstützen und auch Treiber im Internet rausgesucht haben,
damit das alles funktioniert, mussten wir dann nur dafür sorgen, dass das WLAN nicht funktioniert. Das war viel einfacher. Und genauso ähnlich Bluetooth abklemmen. Der Zugriff auf die eigene Festplatte, den haben wir unterbunden. Und der Zugriff auf alle anderen externen Speichermedien außer der Prüfung selbst. Und das ist eben seit mehreren Jahren noch jetzt sehr erfolgreich im Einsatz. Dann kam plötzlich die Berufsfachschule im Emmental dazu. Wir haben das im Bereich politische Bildung dann eingesetzt. Da ging es darum, Politikerzitate zu bewerten. Vor der Wahl, nach der Wahl. Das meistens eine gewisse Diskrepanz. Das heißt also, zusätzlich zu irgendwelcher Office-Software kam dann noch Multimedia-Software dazu. Ich habe noch eine Sache vergessen. Die Kanti Aarau hat gesagt, es gibt noch Schülerinnen und Schüler, die aber dennoch mit Hand schreiben wollen. Die möchten explizit die Prüfung nicht am Computer machen. Mit den Guten. Und jetzt war die Aufgabe noch, dafür zu sorgen, dass die am Computer schreiben, nicht einen Vorteil haben gegenüber denjenigen, die auf Papier schreiben. Das heißt, Autovervollständigung, Rechtschreibkontrolle, Grammatikkontrolle, Silbentrennung, Autokorrektur von zwei Großbuchstaben am Anfang und so weiter. Das musste alles irgendwie raus. Und jetzt, wenn man das es sollte aber trotzdem ein richtiges Office sein, also mit Feld und Fehlen und Seitenzahl und so weiter. Also man hätte jetzt nicht einfach nur einen Texteditor nehmen können. Und was macht man also? Man nehme ein Open Source Office. Und bei Open Source bedeutet das nicht nur, dass man selber was dazu programmieren kann, was man will. Das Open Source bedeutet auch, man kann das Skalpell rausholen. Macht das mit einer anderen, die sind so blutig. Man macht die Motorhaube auf und steckt die Finger rein. Und zwar nicht bloß bis zu einer Handgelenk, sondern bis zum Ellenbogen. Und das haben wir gemacht und haben das OpenOffice damals eben so minimalisiert, dass das genau den Anforderungen der Kanti entsprochen hat. Mittlerweile nimmt man LibreOffice, das ist ja fast das Gleiche. Gut, dann das nächste war, die Kanti so sehen. Die haben gesagt, also wir wollen das auch für die Deutschprüfungen einsetzen. Wir haben aber mit unseren deutschen Didaktikern gesprochen, das ist okay mit der Rechtschreibkontrolle. Das haben sie da reingemacht. Und wir wollen das für den Mathematikunterricht verwenden und für die Prüfungen. Da haben wir GeoGebra zum Einsatz gebracht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist interaktive Geometrie, das ist gemacht. Für die Informatik ist das Stichwort, hatten wir heute auch schon gesehen, Processing. Das war beim ersten Beitrag, als es um Gödners Gestalten ging. Wird dann eingesetzt. Und in der Musik verwenden wir MuseScore. Das ist eine Software zum Notensatz. Also nicht Schulnoten, sondern Musiknoten. Und da gibt es auch ein kleines YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob die Online-Verbindung hier nicht so richtig verlassen wollte. Habe ich das mal so mitgebracht. Im Jahre 2013 wird die Kantonsschule Soße, was jetzt genau eine Matura-Prüfung mit eigenen Notebooks durchführen. Wir haben eine Hauptprobe organisiert. Das war die Stadthalle, da waren also 120 Schülerinnen und Schüler da. Alle mit ihrem eigenen Notebook. Und die haben alle vorher im Informatikunterricht mal von den Lehrern gehört. Das heißt, die wussten in der Prüfungssituation dann, was das ist. Die haben nicht erst sich erschrocken in der Prüfungssituation gestellt. Und es waren also Macs dabei, es waren alte Notebooks, es waren neue Notebooks, es waren Netbooks, es waren große Notebooks. Die waren alle gemutet von der Prüfungsumgebung, ihre Prüfung geschrieben. Und als die Prüfung dann fertig war, sind sie zu einer Druckstation gegangen. Und haben das Ganze ausgedruckt. Genau, das Adapter. Das heißt, wir haben vorher uns überlegt, ob wir das Ganze also vollständig digital machen mit digitalen Signaturen. Hätte bedeutet, man hätte irgendwie mit Schlüsselungen hantieren müssen, eine PKI aufbauen, Zertifizierungen. Also, wie bei der elektronischen Wahl sind wir am Ende davon abgekommen. Wir hätten das gute alte Papier, tut es auch noch. Also einfach jede Seite handschriftlich unterschreiben und abgeben und damit ist die Vertraulichkeit
und die Zurechenbarkeit dann gewährleistet. Dann das nächste war, das Hochschul- und Dozent, also tertiäres Bildungswesen. Die haben angerufen und haben gesagt, ja, wir wollen die Statistikprüfung mit der Leipzig-Prüfungsumgebung machen. Also Statistik machen die mit R, also der einfache Buchstabe R, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist so eine Standardsprache für Statistik. Und für R gibt es eine Entwicklungsumgebung, die heißt R-Studio. Und sie haben gesagt, das hätten wir gerne in der Prüfungsumgebung. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ich werde versuchen, das zu integrieren und dann machen wir es ähnlich wie bei den anderen Schulen auch. Wir machen vorher eine Einführung in das System und die können das dann vielleicht auch mal mit nach Hause nehmen, damit sie das System kennenlernen. Und dann hat er gesagt, nee, die prüfen wir am Freitag. Okay. Hatte also 24 Stunden das R-Studio irgendwie die Prüfungsumgebung einzuprügeln, habe denen das als ISO-File geschickt und am Freitag haben sie die Prüfung gemacht. Das hat funktioniert. Das ist wahrscheinlich deswegen funktioniert, weil das eine Hochschule für Technik ist. Und jetzt der nächste Entwicklungsschritt, das haben wir gerade jetzt erst Ende letzten Jahres gemacht. Das haben wir zusammen mit der höheren Fachschule Gesundheitszentralschweiz gemacht. Die haben gesagt, wir wollen auch so eine Prüfungsumgebung haben. Aber wir wollen nicht hinterher ausdrucken. Wir wollen auch nicht manuell irgendwie Prüfungen auswerten. Wir haben unsere Prüfung in Moodle abgelegt. Unsere Schule hat Moodle, Open Source, Learning Management System, kann man eben drauf. Prüfungen mit Zeitvorgaben, du hast diese Aufgabe, 5 Minuten Zeit, dann geht es automatisch zur nächsten Aufgabe und so weiter. Und wenn man durch diese ganze Prüfung durch ist, drückt man auf Fertig und dann steht das Ergebnis fest. Das sind dann meistens irgendwie Multiple-Choice-Fragen, die beantwortet werden. Und man kann dort 500 Studierende auf einmal prüfen und fertig, ohne dass man dann noch viel Zeit hat. Okay. Das bedeutet, wir mussten plötzlich auch wieder dafür sorgen, dass die WLANs funktionieren. Und dass aber, wenn man auf die Moodle-Seite kommt, nicht gleichzeitig wieder auf andere Seiten kommt. Das heißt, wir haben eine lokale Firewall installiert, wir haben wieder dafür gesorgt, dass es mehrere Nutzerkonten auf der Prüfungsumgebung gibt. Es gibt also ein Administrator-Konto, mit dem man dann festlegen kann, auf welche Online-Ressourcen zugegriffen werden kann. Also der legt zum Beispiel fest, dass folgende Netzwerkdrucker funktioniert, dass auf folgende Webseite zugegriffen werden kann, dass in der Prüfung vielleicht die eine oder andere Wikipedia-Seite noch zur Verfügung steht oder das eine oder andere YouTube-Video. Wobei bei YouTube muss man wieder aufpassen, da kann man kommentieren über die Kommentare. Dann kann wieder das Prüfungsergebnis verändern. Das, ja. Und das Schöne ist, endlich jetzt machen wir es auch innerhalb der FRN selbst. Jetzt nächsten Montag machen wir das Assessment, also für die Abfähigkeit, für die Abklärung der Studierfähigkeit, das ist jetzt eingesetzt. Das heißt, kommen Leute von extern, die als Quereinsteiger Lehrperson werden sollen oder wollen. Und die bringen auch einfach willkürliche Geräte mit. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt funktionieren wird. Interessant ist auch, dass wir haben das vorhin besprochen mit dem Marketing. Open Source hat kein Marketing. Wir haben auch kein Marketing. Wir sind froh, wenn wir die Entwicklung können bestellen. Bei uns ist die Person, die sonst immer die Abrechnung macht, auch bezüglich Leipzig, Support-Sachen, ist schwanger geworden und muss eine Stellvertretung her. Und die Stellvertretung hat sich dann eben auch mit der Abrechnung von den Leipzig-Aufträgen beschäftigt und die war zuständig für das Assessment. Und dann gesagt, das brauchen wir eigentlich auch. Und so ist durch eine Schwangerschaft auch ein bisschen Leben wieder in der Und mit Hand und Fuß nach Wir haben auch das Thema Tablets uns angeschaut. Wir haben in 2012 ein Projekt mit Intel gemacht. Ich habe das auch mal dokumentiert auf einer Blogseite. Also das Ganze funktioniert eben auch auf Tablets. Das Ganze ist jetzt hier ein Samsung-Tablet mit Intel-Prozessor. Funktioniert im Moment eben nur auf Intel. Das ist ein ARM-Geräte, können wir leider noch nicht mitgehen. Und gibt auch ein YouTube-Video dazu, aber ich überspringe das jetzt mal, weil ich schon vor einer halben Stunde die Fernseher sein soll. Das nächste, was wir demnächst machen werden, hoffentlich, ist die Integration von einer tablet-spezifischen Oberfläche. Wir haben den
Schweiz sitzen. Der Aaron Seigel ist Kanadier, der ist verantwortlich für die Desktop-Oberfläche, die wir standardmäßig auf dem Elastic einsetzen, das KDE. Und da gibt es einen Ableger davon, der heißt Plasma Active. Das ist eine Oberfläche, die wirklich speziell für Tablets optimiert ist, also Multitouch-Bedienung, alles große Knöpfe und so weiter. Und wir haben uns Mitte letzten Jahres zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das noch auch irgendwie von Elastic haben. Also wir hoffen, dass wir demnächst das da auch so anbieten können. Das Schöne ist bei dem Plasma Active, das funktioniert so gut. Also die Arbeit ist in sogenannten Aktivitäten organisiert. Das heißt, man kann eine Aktivität Mathematikunterricht definieren. Und das muss nicht die Schülerin oder der Schüler definieren, sondern die Lehrperson kann zu Hause festlegen, in meiner nächsten Unterrichtsstunde sollen die und die Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen und die Programme sollen vielleicht schon geöffnet sein, wenn ich anfange. Und die Schülerin, der Schüler, der in den Unterricht kommt, aktiviert dann diese Aktivität. Und dann macht der Desktop und es ist genau, sieht genauso aus wie die Lehrperson. Die Schülerinnen und Schüler können selbstverständlich auch Aktivitäten definieren. Zum Beispiel sowas wie Freizeit. Dann ist dann eben der Social Networking Client geöffnet und irgendein Game und so weiter. Also das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich hoffe, dass ich da demnächst das nicht nur als Video zeigen kann, sondern tatsächlich auch aufwenden kann. Ja, zu den Partnern nochmal, also ich habe es vorhin eingangs schon erwähnt, die Entwicklung ist angeschoben worden von der Maßler Stiftung. Der Kanton Solothurn hat sich auch noch beteiligt und wir haben natürlich die Educa jetzt als schweizweiter Partner. Weil wir als Fachhochschule Nordwestschweiz sind eigentlich dazu angehalten, nicht in den Vorgärten der anderen pädagogischen Hochschulen rumzutrampeln. Dafür ist dann die Educa zuständig. Ja. Es gibt also auch eine Webseite bei der Educa und die Educa ist auch die einzige Stelle in der Schweiz, wo man das Ding kaufen kann. Also wir als Fachhochschule haben jetzt keinen Bauchladen aufgemacht, wo man das bestellen kann, aber es gibt hier ein Bestellformular, wer sich dann bei der Educa dort auf der Webseite anmeldet, der kann das dann beziehen. Ich selber habe ein paar Flyer und ein paar DVDs mitgemacht, das reicht jetzt einfach mehr in die Ecke. Und wer sich dafür interessiert, kann die DVD einfach mal ausprobieren. Und es gibt noch international Partnerschaften, und zwar sind wir nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen ist. Das Interessante war, es gab in Österreich ein Projekt, das fast genau da gelaufen ist. Absolut, also wirklich mit von der Entwicklung her und so weiter. Und ich bin dann mal eingeladen worden, vor 2 Jahren, nach an die Donau-Universität Krems, habe dort die Entwickler von dem Linux Advanced kennengelernt. Wir haben das zusammen in der Kneipe gesessen und haben gesagt, eigentlich ist das totaler Blödsinn, was für eine Ressourcenverschwendung. Wenn wir beide das Rad nochmal neu erfinden. Die haben aber was ganz Tolles noch entwickelt, was wir nicht hatten. Und zwar so ein Teaching-System. Und da haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass das Basissystem von uns kommt und die einfach sich auf ihr Teaching-System konzentrieren können. Und es ist auch so jetzt beim Herzen, dass man, wenn man das erste Mal startet, kann man sich dann aussuchen, ob man dieses Teaching-System einfach nachinstalliert. Dann hat man wirklich mit Klassenraumverwaltung und mit Prüfungssituationsumgebung, das ist praktisch eine Prüfungsumgebung, die auf dem normalen Lehrzeug dann funktioniert. Und dann würde ich noch gerne was zur Verbreitung sagen. Wir haben eine Karte mal produziert, die ist hier zu sehen. Mittlerweile sind es mehrere hundert Schulen, die das System einsetzen und mehrere tausend Schülerinnen und Schüler. Am weitesten entfernt ist die University of Manchester. Der Rest bewegt sich tatsächlich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Also wir haben die Passau in Deutschland, und jetzt fehlt mir da ein Pin, da brauche ich so kurz noch einer. Am weitesten entfernt ist hier die Modellschule Weitersfeld und da ist noch was ganz Witziges passiert. Die haben nämlich den Lernzig eingeführt und dafür dazu einen Preis gewonnen.
Projektes und das sind auch jene Projekte, die nicht Meilensteine sind nichts Alltägliches und das sind auch jene Projekte, die nicht die heute mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet wurden. Die fünf Kategorien sind besonders innovative Ideen in Österreich und der Versuch, Meilensteine bewegt worden. 190 Projekte sind mehr als von ein kleiner USB. Weiters fällt, so wie ein digitaler Schreibtisch, mit dem in der Schule und zu Hause gearbeitet wird. Wir können in Informatik und in jedem anderen Gegenstand das Fach machen. Und wir vielleicht auch Gegenstand sagen, was man mit Windows normal macht. Dass auch Schulprojekte beim Zukunftspreis ausgezeichnet werden, ist heuer neu. Seit 8 Jahren werden innovative Ideen mit dem Meilenstein prämiert, der als Innovationsschrittmacher gedacht ist. Das hat uns auch in ein Tempo hineingebracht und das uns andere manches Mal beneiden. Aber das macht mir gar nichts. Und ich sage immer, wenn es um Niederösterreich geht, ist mir Neid viel lieber als Mitleid. Also Politiker sind, glaube ich, austauschbar. Und ja, jetzt habe ich doch tatsächlich ein bisschen überschritten, wie die Botschaft insgesamt ist. Also das Projekt ist hoffentlich innovativ. Es ist im Vergleich zu anderen Sachen doch recht einfach. Es ist mobil, es ist sicher, es ist günstig. Es ist eine Open Source Lösung, es ist frei und die Hauptbotschaft ist, man soll mehr lernen können und weniger rumhacken müssen. So. Bedanke mich erstmal. Und dann Gigabyte, das sind 16 Gigabyte, das kostet 7. Das ist so das beste Modell.